Ich habe heute eine kleine Challenge vor mir, denn ich habe vor, aus diesem alten Lavendel einen zukünftigen Bonsai zu erstellen. Ja, und ich hatte den letzten Herbst aus dem Gartenbeet hinausgenommen, einfach aus dem Grund, weil das Beet halt neu gestaltet werden muss. Ja, und dann hatte ich den provisorisch erstmal in diesen Topf gepflanzt. Ja, und heute ist es nun an der Zeit, dass man mal mit der Gestaltung anfängt. Ich nehme den jetzt mal erstmal hier aus dem Topf hinaus. Der steht jetzt in einem richtig lehmigen Boden. Ich werde das Ganze aber gleich etwas abändern. Oh, er bildet, glaube ich, neue Wurzeln. Hier sind auch Unkräuter mit am Start. Ich hatte erst darüber nachgedacht, ob ich ihn erst schneide. Aber ich will mir jetzt schon mal einen Überblick verschaffen, ob das eigentlich nur ein Lavendel ist oder ob das vielleicht sogar mehrere Lavendelpflanzen sind. Und von daher habe ich mir gedacht, nee, komm, den topfen wir erstmal um. So, wo ist hier meine große Wurzelkralle? Ob der was werden wird in Zukunft, das kann ich euch jetzt natürlich noch nicht an dieser Stelle erzählen. Und die Erde wird auch nachher mit der neuen Erde durchmischt werden. Aber ich denke, das könnte wirklich mal was werden. Aber wir reden hier auch im Übrigen über etliche Jahre. Und was ich euch auch noch verraten kann, die Familie wollte, dass ich den in den Müll werfe. Aber ich habe gesagt, nein, der kommt nicht in den Müll, der Kleine. Der hat auch viel mitgemacht draußen im Garten. Der ist andauernd umgekippt im Winter. Gestern ist er noch umgekippt. Und bevor ich es vergesse zu sagen, ich bin jetzt hier mit der größeren Wurzelkralle jetzt gerade dabei, diese Erde hier abzufriemeln. Ich werde jetzt auch gleich mal die Perspektive für euch wechseln. Ja, jedenfalls war die Familie der Meinung, der kann in den Müll. Nein, der kommt nicht in den Müll. Der müsste jetzt auch ein Alter haben. Also ich schätze mal, so um die 20 Jahre war der jetzt bestimmt in dem Beet. Ist auch ein Lavendel, den hat er des Öfteren auch mal gefilmt und halt mal gezeigt, wie man den Lavendel schneiden kann. Ich werde jetzt nach und nach mit meiner Wurzelkralle die alte Erde entfernen, aber er bildet bereits neue Wurzeln aus. Ich weiß nicht, ob ihr das nachher im Video erkennen könnt, aber hier bilden sich wirklich kleine neue Wurzeln aus. Aber ich denke, ich nehme jetzt doch die etwas kleinere Wurzelkralle, die nur einen so einen Zinkern hat. Komm mal her. Ah, hier ist er auch am Ausschlagen. Ach nee, das ist ein ganz dünner. Hier, so, wartet mal, ich drehe das mal. Ah, hier bricht schon was weg. Da, aus dem alten... Nein, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, aus dem alten Holz. Stimmt nicht. Das hier muss auch noch irgendwie anders hin. Boah, ich brauche einen größeren Arbeitstisch, glaube ich. Ja, hier so peu à peu. Hier kann man es vielleicht sehen. Das hier sind neue Wurzeln. Das ist ja schon mal gut. Ich hatte mir jetzt schon gedacht, dass das mal ursprünglich mehrere Pflanzen in einem Topf waren, ja, und die dann halt wiederum in den Garten eingepflanzt worden waren. Und ich bin jetzt gerade dabei, die mal vorsichtig voneinander zu trennen. Das hier, das fiel im Prinzip von ganz alleine ab, aber hier haben wir noch einen, da muss ich mal gucken, ob wir den später überhaupt retten können. Aber letzten Endes, warum entsorgen, wenn man daraus noch im Laufe der Zeit einen coolen Bonsai machen kann? Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach mal zur Regentonne gehe und das hier mal durchschwemme. Das mache ich aber jetzt draußen. Ne, ich gehe mal zur Regentonne, so macht das keinen Sinn. Der kann jetzt mal einfach ganz lieblos auf den Boden. Dann räume ich hier die alte Erde mal beiseite, frieme mir die Unkräuter mal vorsichtig raus. Das ist der Vorteil, wenn du eine Werkstatt hast. Ne? Hier kannst du richtig schön auf dem Boden rumsauen. Dann fegst du das gleich weg und gut ist. Weil ich glaube, ich habe schon erwähnt, ich möchte einen Teil von dieser lehmigen Erde nachher wieder mit einarbeiten. Weil da stand da ja jetzt auch 20 Jahre drin. Ich habe den jetzt in meiner Regentonne mal so ein bisschen, ich sag mal, sauber gewaschen. Und jetzt liegt es halt an mir, das hier irgendwie hinaus zu friemeln. Ich bin schon am Überlegen, ob ich das abschneiden möchte. Aber eigentlich will ich so viel davon wie möglich behalten. Immerhin hatte der jetzt so viel Zeit in meinem Garten verbracht. Von daher wäre das auch letzten Endes irgendwo zu schade. Mal gucken. Aber ich werde das jetzt hier für euch beschleunigen, dieses Auseinanderfriemeln. Das muss man jetzt auch mit Ruhe und mit Geduld machen. Vor allen Dingen, man braucht ja auch noch ein paar Wurzeln. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich letzten Endes so viele Bonsai erstellen kann. Aber gut,
Wir haben heute übrigens Ostermontag. Man hat ja Zeit. Draußen ist sowieso am Regnen. Der wird kritisch. Ich denke, den werde ich nachher abschneiden. Den kriege ich da nicht hinausgewurstelt. Mal gucken. Die anderen scheinen aber eine Pflanze zu sein. Ja, müssen wir gleich abschneiden. Mal schauen. Kann man dann aber auch wieder zum Dekorieren aufheben, solche Äste. Im nächsten Schritt werde ich diese dicken Wurzeln einkürzen, weil ich will auf Dauer gesehen viele feine Wurzeln, die letzten Endes dann das Wasser und halt auch die Nährstoffe aufnehmen. Diese dicken, fetten Wurzeln braucht man letzten Endes nicht wirklich. Außer hier dieser Wurzelansatz, ne, wo die Wurzeln ins Erdreich gehen. Ich meine, das nennt man Nebari, weil ich benutze jetzt hier bewusst keine Fachbegriffe, damit halt auch die Anfänger verstehen, was ich meine. Was wollte ich euch jetzt erzählen, außer hier am Ansatz, also wo die Wurzeln in die Erde hineingehen. Da will man natürlich dickere Wurzeln haben, weil es optisch einfach so genial aussieht. Aber halt weiter unten, jetzt mal ganz doof gesagt, ist es sinnvoller, viele feine Wurzeln zu haben, als diese dicken, fetten Wurzeln. Und dann davon mal abgesehen, der soll ja auch in eine Bonsai-Schale in ein paar Jahren mal hineinkommen. Das ist jetzt so eine Art Wegbereitung. Sonst muss ich dann irgendwann sehr, sehr viel abschneiden. Und dann werde ich das jetzt jedes Jahr, ach nicht jedes Jahr, aber sagen wir mal so alle 2 bis 3 Jahre kommt er dann mal aus seinem Topf hinaus. Und dann werde ich wieder peu à peu hier von diesen dicken Wurzeln was abschneiden, damit er halt wirklich mal in eine flache Schale hinein kann. Weil so wird das jetzt letzten Endes nicht funktionieren. Ach komm, no risk, no fun. Der wäre ja sonst im Müll gelandet. Ich hoffe, der Kleine wird es schaffen. Das hier werde ich mal spaßeshalber später in einen kleinen Topf einsetzen. Mal gucken, ob sich daraus was entwickelt. Ich hatte auch vorige Tage richtig Glück. Das ist aber so ein Bonsai-Projekt, das mache ich echt nur für mich, weil ich mir selber nicht so sicher bin, ob das was wird. Ich habe mal 2020 einen alten Ahorn, kann ich ruhig sagen, vom Friedhof ausbuddeln müssen. Ja, könnt ihr euch denken, warum. Jedenfalls, das war wirklich im August 2020. Der Ahorn war 2 Meter hoch. Ich habe den runtergeschnitten auf 1,50, um den ins Auto zu kriegen, habe den ausgebuddelt, hatte nur solche dicken, fetten Wurzeln und ich habe vor 2 Wochen den ja so auf Kniehöhe abgeschnitten und werde den jetzt auch die Tage mal aus dem Topf hinausnehmen. Aber das ist so ein persönliches Projekt, da habe ich dann, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe dann auch keine Lust, das zu dokumentieren, weil dieser Ahorn, der war, 20 Jahre auf dem Familiengrab? Mit Sicherheit 20 Jahre. So, mal eben looky looky. Das hier ist jetzt wirklich eine Pflanze. Ich gucke nochmal. Was ist das hier? Ja, das Video wird definitiv Überlänge haben. Dann werde ich den jetzt als nächstes eintopfen. Und dann mache ich mir mal Gedanken, was will ich jetzt hier abschneiden von der Pflanze? Was ich definitiv abschneiden werde. Ich hoffe, man erkennt es. Hier zum Beispiel sind überkreuzende Zweige. Ist auf Dauer gesehen nicht gut. Man kann es auch sehen, das hat hier immer so entlang gescheuert. Dann hat die Pflanze immer so offene Wunden, wo dann eventuell Pilze eindringen können. Auch hier total am Scheuern. Teilweise verwächst das auch ineinander. Hat der Lavendel jetzt nicht gemacht. Und ja, jetzt muss ich erstmal selber ein bisschen grübeln. Bevor ich meinen Lavendel jetzt eintopfe, werde ich schon mal 2 Äste entfernen. Also direkt an der Basis. Und das mache ich jetzt mit dieser Konkavzange. Zack. Das muss man gleich noch ein bisschen schicker hier machen. Weil die wachsen dermaßen überkreuzt. Das macht keinen Sinn auf Dauer. Ich hatte erst noch darüber nachgedacht, mit Totholz zu arbeiten an den Stellen. Aber das sähe so oder so, zumindest meiner Meinung nach, nicht so prall aus. Das hier ist auch zukünftiges Dekomaterial. So, dann haben wir hier noch einen. Na, wo war? Muss man echt mit Ruhe und Geduld hier alles machen. Der hier. Der wächst auch relativ ungünstig, der daneben eigentlich auch, aber das kann man ja im Laufe der Jahre auch noch entscheiden. Mal gucken. Ich glaube, das hier ist auch noch eine Pflanze für sich, aber ich hatte versucht, das voneinander zu trennen. Ist nicht mehr möglich. Na komm, no risk, no fun. Schneiden wir ab. Ist jetzt auch egal. Zack, gehst du wohl ab. Danke. Damit könnt ihr aber wirklich toll dekorieren. Nicht immer gleich alles in den Müll werfen. So, ein bisschen schöner. Komm.
Ja, der Rest, der kann von alleine verrotten. Das wird dann Mutter Natur ein bisschen hübscher machen im Laufe der Zeit. Jetzt überprüfe ich das Ganze nochmal. Wahrscheinlich ist die Pflanze jetzt auch nicht mehr komplett im Bild. Riskiere ich es und trenne das hier ab oder nicht? Bin echt gerade am Überlegen. Puh. Nochmal ein bisschen hin und her schuckelt. Ich glaube, das bricht ab. Ich will nämlich eigentlich nur eine Pflanze haben. Ha! Ging jetzt doch einfacher, als ich dachte. Würde wahrscheinlich auf Dauer sowieso eingehen, weil hier sind im Prinzip gar keine Wurzeln mehr. Werde ich nachher mal mit einpflanzen, mal gucken, was passiert. Kann auch mal dahin. So, das ist jetzt hier definitiv ein Lavendel, also eine einzelne. Mal schauen. Ja, wie gesagt, den Rest überlasse ich dann Mutter Natur, was sie da mit dem Totholz macht. Und dann kommt er jetzt mal hier in den neuen Topf hinein. Ja, zum Thema Topf. Meine Familie, die sagt immer, diese hässlichen Plastiktöpfe, ne, wie sieht das? Ach, da war ein Regenwurm. Die müssen wir gleich mal retten. Kommt gleich in den Garten. Die wollen immer optisch ein bisschen was Netteres haben. Ich hatte jetzt schon etwas Bonsai-Erde in meinen Topf eingefüllt. Vermisch das jetzt miteinander, diese lehmige Erde und die Bonsai-Erde. Ist jetzt im Übrigen auch eine ganz alte Bonsai-Erde. Die hatte ich halt mal aufgehoben von vorherigen Projekten. Weil nur mit diesem Lehmboden auf Dauer ist das dem Lavendel zu nass. Deswegen ist das eigentlich schon ein Wunder, dass er das so überhaupt überstanden hat. Aber er treibt ja aus. Aber ich sage es jetzt nochmal an dieser Stelle, ist wirklich die Frage, ob der das schaffen wird. Ne, kann ich euch jetzt natürlich auch noch nicht sagen. Mal abwarten und Tee trinken. Schade, dass man nicht so einen Zeitraffer einfach mal aktivieren kann. Das wäre echt cool. So. Ich denke, die Wurzelkralle zum Substrat einarbeiten brauche ich gleich nicht, weil so viele Wurzeln hat er jetzt nicht. Ich setze den jetzt noch einen Tacken höher. Ich habe den jetzt noch etwas höher genommen. So, verblenden wir das hier alles mal schön miteinander. Wer keine dreckigen Finger haben möchte, der sollte im Übrigen dann mal besser Handschuhe anziehen. Und ich muss auch gleich an den Regenwurm denken. Ach, ist der süß. Total niedlich. Ja, die bringen wir gleich direkt nach draußen, ne, bevor ich es noch vergesse. Das wäre zu traurig. Ich habe den Bonsai jetzt soweit eingetopft und ich habe mir jetzt auch so Gedanken gemacht, ja, wo die Reise mal hingehen soll. Das hier brauche ich nachher nicht. Abgebrochen sieht das Ganze nämlich meiner Meinung nach immer schöner aus. Es kann auch sein, dass da im Laufe der Zeit noch mehr entfernt werden wird, ne? Also halt hier nach unten hinweg. Aber ich habe jetzt gerade selber noch so diesen Totholzgedanken. Aber mal gucken, ne? Was ich da noch im Laufe der Jahre raus machen werde. Ich breche jetzt auch nicht komplett unten hinweg, sondern ich weiß es ja noch nicht selber zu 100%. Ich denke, das könnte sich da ganz gut drin machen nachher. Wahrscheinlich das hier in Zukunft mal weiter unten. Wie gesagt, wenn man es abbrechen kann, sieht immer noch schöner aus. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich erst schneide oder erst noch drahte. Aber so mal eben einen Bonsai erstellen, das kannst du vergessen. Die alte Rinde könnten wir auch schon mal etwas wegmachen. Das hier ist ja eh abgestorben. Schauen. Kann man hier immer so abschälen, die Rinde beim Lavendel. Dann hat die eine richtig schöne rötliche Farbe auch. Ja, das hier überlassen wir Mutter Natur. Mal gucken. Ist hier extra so ein Gerät, um die Schale zu entfernen. Könnte auch sogar jetzt eine Drahtbürste verwenden, um das hier ein bisschen sauber zu machen. Oder eine alte Zahnbürste. Selber nochmal nachdenken. Was brauchen wir hier noch und was nicht? Müsst ihr euch vorstellen, ne? Zumindest jetzt gerade der Stand. Das hier wird mal die Front werden. Es kann sich aber, wie gesagt, alles noch ändern. Den kleinen Pönöppel brauchen wir eigentlich auch nicht. Ach, der war eh kaputt. Ja, dann zack, weg. Schauen wir, ist hier noch abgestorben. Das hier ist auch abgestorben. Der hier könnte noch was werden, ist am Austreiben. Die beiden hier, ja.
gucken. Lucky Lucky. Auch abgestorben. Brauchen wir nicht. Aber ich habe ja jetzt genug Lavendelpflanzen zum Eintopfen. Ich glaube 3 Stück. Mit dem hier oder vielleicht sogar 4. Das andere habe ich ja noch nicht auseinandergefriemelt. Ja. Das hier war auch eine eigene Pflanze für sich. Lassen wir da einfach mal drinnen. Mal gucken, was passiert. Hier ist er am Ausschlagen. Lasse ich auch erstmal in Ruhe. Nehmen wir das jetzt hier doch raus. Ach, das geht sowieso von alleine raus. Das hatte ich vorhin nicht bemerkt. So, jetzt ist es definitiv eine Pflanze. Ich muss mich hier leider mal eben korrigieren. Wird auch spaßeshalber mal eingetopft werden. Im Laufe des Prozesses, wenn die so lange ohne Erde rumliegen, auch gelegentlich mal mit Wasser einsprühen. Das sieht ja cool aus. Jetzt ist es wirklich eine. Das hatte ich vorhin nicht bemerkt, dass da eine da noch dran ist. Puh, du, 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 du. Den vielleicht doch weiter unten. Na, wenn man sich unsicher ist, erstmal dran lassen. Ich werde jetzt mal als nächstes drahten. Welche Stärke hast du? Das ist jetzt Aluminiumdraht. Das müsste 2 mm sein. Ja, das ist 2 mm. Könnte ich auch mal mit der Leucht kaufen. Komm her. Lass das da mal lieber drin. Ne? Alte Drahtschere, wo bist du? Da. Oh, ey, ist auch echt wieder frisch geworden, ne? So, eben anhalten, so grob. Ich will nämlich hier nicht so den Draht verschwenden. Ich habe jetzt aber echt nur so grob angehalten. Zack. Ich drahte dann immer 2 Äste miteinander. Also den hier und den hier. So, mal schauen. Ich bin aber auch noch nicht die Meisterin im Drahten. Ne? Das sei hier mal schon mal erwähnt an dieser Stelle. Da hat aber auch jeder so seine eigenen Kniffe. Halt den Draht jetzt hier mal fest. Entwickel da jetzt nach Möglichkeit, das wäre jetzt das Optimalste, im 45-Grad-Winkel drumherum. Ne, den hier jetzt als erstes. Immer mal festhalten mit dem Daumen und drumherum wickeln. Nur nicht zu stramm, weil man will ja nicht diese unschönen Riefen später im Holz haben. Aber beim Lavendel dürfte das jetzt eigentlich nicht so schnell passieren. Ich sag mal so, ja, sagen wir mal alle 2-3 Wochen mal kontrollieren, wie sieht es denn aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier noch im Bild habe mit dem Drahten. Ich drahte jetzt aber auch relativ grob. Nur der Lavendel, der kann natürlich auch schnell mal knack machen. Und ich muss hier einmal noch mal abwickeln, das muss näher beieinander. Das wird sonst nichts.
So, noch mehr werde ich jetzt an dem Lavendel-Bonsai nicht arbeiten. Und es bleibt natürlich noch abzuwarten, ob der das überhaupt schaffen wird oder ob er mir halt im Laufe der Zeit dann doch noch eingehen wird. Aber ein Versuch ist es wert, bevor ich den jetzt einfach in die Mülltonne werfe. Und den Kronenbereich habe ich schon so ein bisschen in der dreieckigen Form gestaltet, aber jetzt wirklich nur so ein bisschen. Wie bereits erwähnt, wir reden jetzt hier über Jahre der Gestaltung. Ich bin mal gespannt, ob der das überhaupt schaffen wird oder halt ja nicht. Was wollte ich noch erzählen? Der wird jetzt draußen erstmal einen halbschattigen Standort bekommen und ich werde dann, ich sag mal, in ein paar Monaten nochmal berichten, beziehungsweise irgendwann werde ich ja an ihm weiterarbeiten. Und was wollte ich noch erzählen? Die anderen Bonsai-Pflanzen, die ich jetzt habe, oder die anderen Lavendel-Pflanzen, die werde ich jetzt mal komplett im Zeitraffer gestalten. Ich werde den hier auf jeden Fall nachher nochmal vor einem weißen Hintergrund fotografieren, auch nochmal genauer zeigen. Mit den anderen mache ich das nachher aber auch mal. Und ja, dann für mich geht es jetzt hier fröhlich weiter mit den anderen Pflanzen. Insgesamt bestand der Lavendel aus 8 Pflanzen. Die letzten 4 werde ich jetzt allerdings nicht zu Bonsai verarbeiten, sondern ich werde die aufheben für Dekorationszwecke. Es wäre jetzt auch relativ mühsam, daraus einen gescheiten Bonsai zu machen. Ihr seht ja hier, diese Wurzel ist jetzt nicht so prall. Oder auch das hier könnte man jetzt theoretisch gesehen auch einfach in den Garten auspflanzen. Aber wie gesagt, ich hebe das jetzt einfach auf für Dekorationszwecke. Die werden dann halt jetzt mit der Zeit eintrocknen. Aber ist dann halt manchmal so, ne? Kannst auch nicht immer alles zu 100% verarbeiten. Aber ich habe ja jetzt hier schon mal 4 zukünftige Bonsai. Bleibt halt abzuwarten, ob die sich alle entwickeln werden. Oder ich tue das hier mal eben runter. Muss mal gleich das Kamerabild überprüfen, ob ich hier noch so einigermaßen im Bild bin. Aber das ist jetzt hier ein kleiner. Da habe ich mir jetzt einen kleinen Spaß erlaubt. Ich habe hier oben alles abgebrochen. Und dann habe ich hier so 2 Zweige um diesen dicken Ast drumherum gelegt. Ne, hier ist das Ende von dem einen, da ist das Ende von dem anderen. Und ich habe die jetzt hier an dem Stamm mit Gummibändern befestigt. Das hier hatte ich so komplett drumherum gelegt. Das hier habe ich festgeknotet. Aber ich überprüfe jetzt mal eben das Bild, nicht, dass ihr das gleich alle nicht sehen könnt. Also wie gesagt, ich habe hier 2 Zweige um den Ast drumherum gelegt und dann halt mit Gummibändern befestigt. Ne, so sieht der kleine hier aus. Halt mal gucken, ne, ob das überhaupt was werden wird. Aber wenn, dann kann das wirklich mal ein richtig toller Bonsai werden. Dann haben wir hier einen so rum. Der ist total krumm gewachsen. Habe ich jetzt noch nicht gedrahtet, weil ich erstmal abwarten will. Vielleicht habe ich ja Glück und hier aus dem alten Holz kommt irgendwo was mal hinausgeschossen. Könnte sein, muss nicht, aber könnte. Und ja, wie gesagt, den habe ich jetzt nicht gedrahtet. Allmählich wird mir auch ein bisschen kalt in der Werkstatt, um ehrlich zu sein. Dann haben wir hier noch einen speziellen, habe ich auch diesen Ast einfach per Hand abgebrochen. Den hier hatte ich dran gelassen. Und hier habe ich auch mal so einen, oder ich mache es mal eben ab, ist jetzt egal. Ja, hier haben wir so einen kleinen dünnen. Der wächst auch an der, also der kommt auch aus der Pflanze, ist jetzt nicht irgendwie noch eine Pflanze. Habe ich hier so drum gelegt. Da muss ich jetzt auch nichts mit einem Gummiband befestigen, das hält jetzt von alleine. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Hier oben habe ich ihn auch abgebrochen. Hier mal gucken, ne, was man da mal rausmachen kann. Ne? Aber einfach mal abwarten und Tee trinken. Was ist denn das hier? Achso, das sind irgendwelche jungen Triebe noch. Lasse ich jetzt auch erstmal in Ruhe. An dieser Stelle werde ich mich jetzt mal bei euch verabschieden. Ja, und in ein paar Monaten werde ich allerdings auch mal berichten, wie es den Bonsai letzten Endes so ergangen ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye! Ich habe die verbliebenen Lavende jetzt doch in meinen Garten ausgepflanzt. Mal gucken, was draus wird.